Der umstrittene Internetunternehmer Kim Schmitz alias .com ist gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Das hat das Justizministerium im neuseeländischen Wellington am Mittwoch bei einer Gerichtsanhörung entschieden. Demnach bestehe im Falle des deutsch-finnischen Gründers der früheren Online-Plattform Mega Upload doch keine Fluchtgefahr. Nun, ich bin erleichtert, jetzt nach Hause gehen zu können und meine Familie, meine drei Kinder und meine schwangere Frau wiederzusehen. Ich hoffe, Sie verstehen, dass das alles ist, was ich im Moment sagen möchte. Die Entscheidung des Gerichts werteten Beobachter als überraschend. .com war am 20. Januar in Neuseeland festgenommen worden. Die US-Behörden werfen den Betreibern von Mega Upload vor, illegale Downloads ermöglicht zu haben.